Hallihallo liebe Leute und ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von GTA 2. Juhu! Nachdem wir ja im letzten Part hier mit den... Wie heißen die gleich nochmal? Also mit... genau, mit den Rednecks. Erstmal Husten zur Begrüßung. Ja, die ersten vier Missionen schon mal mit abgeschlossen haben. Im letzten Part sogar noch gleich mit einem schönen Panzer durch die Gegend gefahren. Und natürlich dann dementsprechend die Militär mit zu entkommen. Haben wir halt eben heute das Vergnügen, hier noch die letzten drei Missionen noch mitzumachen. Und wir starten mit Greatest Hits. So. Ah, ich glaube, ich weiß, was das für eine Mission ist. Das ist doch, glaube ich, die, wo wir Assassine selbst mit Assassinen-Stil beseitigen sollen. Und da kriegen wir natürlich dann dementsprechend auch unsere Eskorte mit am Start. Ja, also das Ganze ist natürlich jetzt in dieser Mission so angesetzt, dass ja quasi unser geliebter Boss... So gesehen, von anderen Leuten quasi mit gejagt wird und wir nutzen quasi diese Gelegenheit und sorgen quasi dafür, dass die Assassine selbst, erledigt werden, so mehr oder weniger. Also das bietet sich doch schon mal sehr gut hier mal mit an und das richtig Geniale ist natürlich, dass dann dementsprechend die eigenen Rednecks sich ja dann auch auf den Weg machen und schon autonom die ganzen Gegner hier schon mal mit angreifen und wir es dann somit weitaus weniger Stress mit haben. Das ist ja nice. Wobei ich natürlich jetzt keinen blassen Dunst habe, wie viele von diesen Assassinen wir jetzt selbst erledigen müssen. Aber ich glaube, das werden wir so oder so noch mit erfahren, denke ich. Yay! Woo! Das sieht so geil aus. Yay! Woo! Und was so schön war, noch einmal. Juhu! Nice! Oh, Handgranaten, also das ist ja so ein richtiger Schlingel hier. Oh, verstehe. Da sind gleich ein paar Leute und die haben jetzt natürlich gleich richtig hart davon sammelt. Also mit abgesehen. Aber auf der anderen Seite, ich nehme das natürlich eben gerne mit. Okay, das ist dann so. Ah, so, warte, darf ich jetzt noch sein Fahrzeug zerstören? Bestimmt. Gut, ich denke mal... Wir nutzen am besten gleich diese Gelegenheit. Special C Construction. Warte mal, kann ich die etwa dementsprechend? Ach, alles klar. Gut, ich weiß, wie ich den beseitigen kann oder soll. Wir brauchen quasi ein Fahrzeug. Natürlich, um diesen hier mit in die Luft zu sprengen. Ja, Leute. Also wenn dieser zumindest unbedingt gerne auf diesen Weg hier drauf gehen will, dann bitte. Machen wir das doch einfach mal sehr gerne. Ja, also so passt es doch mal wirklich wunderbar. Jetzt haben wir lediglich nur noch die roten Missionen mit am Start und die wiederum machen wir doch gleich auch noch mit. Ein bisschen merkwürdig ist, normalerweise haben wir doch schon drei Missionen hier bei den gelben Telefonen schon mitgemacht und normalerweise heißt es, dass es doch jetzt auf zu den roten mitgibt. Aber na gut, was soll's? Machen wir doch am besten gleich die noch mit. So. Hä? Nochmal Thanksgiving? Warte mal, diese Mission, die hatten wir doch schon im letzten Part schon mal mitgehabt. Wieso ist denn jetzt diese Mission, die jetzt nochmal getriggert worden? Habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Wie kann ich nicht ganz verstehen, warum wir diese Mission jetzt noch einmal mitmachen sollen? Weil diese haben wir schon im letzten Part schon mal mitgemacht. Job complete. Aber okay, gut, wenn es dann eben so sein soll, dann machen wir das dann eben noch einmal. Ich meine, so schwer war diese Mission ja nicht. Lolz. Also ich kann mich im Übrigen hier nicht beschweren. Aber es ist schon ein bisschen sehr merkwürdig, dass man quasi eine bereits abgeschlossene Mission noch einmal mit abschließen muss. Tja, na gut. Bevor ich mich natürlich aber jetzt erstmal aufmache hier zu den roten Telefonen, wenn ich natürlich hier schon mehr oder weniger ein Erkundungs... Röntgen hier mitmachen kann, möchte ich doch nur zu gerne wissen, ob und was es denn hier überhaupt gibt. Außer ein GTA 2 Emblem, was wir einfach mal mit einsammeln können, hat natürlich keiner was dagegen. Aber na gut, schauen wir doch einfach mal nach, was wir denn jetzt so für eine Mission haben. Gangcar Bang! Oh, wir kriegen natürlich wieder ein paar lustige Gesellschafter hier. Mal sehen... verstehe. Erstmal 5 Meteore mit zerstören, okay. Dann machen wir es einfach mal. Verstehe. Jetzt müssen wir also einfach nur 5 Meteore einfach mal mit in die Luft jagen. Na gut, ich denke mal, das sollte eigentlich einfach sein.
Alles, was wir dafür brauchen, sind neben den Meteoren auch noch ausreichende Munition bei den schweren Geschützen. Wobei mir echt auch schon mal gleich mit sagen muss, dass wir hier als Unterstützung ja nur ein paar Schlappenscheinis mit haben, die so gut wie gar keine Waffenausrüstung mit haben. Also verstehe ich mir selber nicht, wie genau das jetzt hier mit herleitbar ist. Und währenddessen ich natürlich laber, kommen da so nach und nach hier die Meteoren mit hier entgegen. Okay, Leute. Ich denke mal, wir machen es ein bisschen anders. Wir sammeln einfach mal hier ein paar Fahrzeuge und sprengen die dann einfach mal mit in der Luft. Und normalerweise hätte ich jetzt im Übrigen schon 4 Fahrzeuge hier. Aber die meisten werden einfach nach einer gewissen Zeit einfach mal mit gedespawnt. Deswegen, na gut, müssen wir das da eben doch ein bisschen anders mitmachen. So, ich denke mal, wir schließen das Ganze mal ein bisschen schneller ab. Wobei ich natürlich halt eben auch jetzt die große Auswahl habe. Ich denke mal, wir nehmen... Okay, verstehe, wir sind noch nicht fertig. Ach so, jetzt soll man aber denselben Spaß mit The Village-Leute machen. Ja gut, das wird einfach. Und weil wir natürlich so viel Spaß und Freude dran hatten, es bei den Wissenschaftlern so auszuüben, dürfen wir natürlich dann dementsprechend auch die anderen hier nicht vernachlässigen. Also mal sehen. Wo haben wir denn hier mehr oder weniger? Ja gut, da haben wir ja zumindest eins. Da auch noch eins. Ah, die Polizei, die nervt mich jetzt schon ein bisschen. Die Polizei möchte ich jetzt nicht unbedingt bei mir haben. Sondern ich möchte lediglich nur die Z-Autos kaputt sehen. Das wollen wir alle haben. Wir wollen die Z-Autos kaputt sehen. Und das erblickt natürlich jetzt jeden von uns, ob wir einfach mal die Autos hier mit einer Auto... MG einfach mal mit zerstören oder vielleicht einfach mal eine Automine mal mit auslegen. So wie den zum Beispiel. Haha. Und auch den. Wunderbar. Und dann haben wir doch noch nur den letzten. Ich denke mal, das ist hier unser großer Glückspilz. Na dann, auslegen. Und Mission erfolgreich abgeschlossen. Warte, was? Sekunde mal, wir haben jetzt schon einen. Jetzt ist die Reddick-Mission komplett abgeschlossen. Wir haben aber, nur eine einzige rote Mission abgeschlossen. Okay. Okay. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie das jetzt hier mit getriggert ist. Eigentlich war ja noch eine rote Mission noch mit am Start und die lautete dann eigentlich mehr so in dem Momentum, dass wir ja eigentlich noch die letzte Mission noch mit machen sollten, wollten, müssten. Aber na gut, jetzt haben wir natürlich erstmal wieder hier großes Bossgekloppe. Komm schon, erledigen die sich alle gegenseitig? Komm schon, die können schon alle gegenseitig sich erledigen. Wäre das was Feines? Könnte vielleicht sein, vielleicht auch nicht. So. Okay, verstehe. Wen haben wir denn jetzt überhaupt noch übrig? Oder haben wir schon alle mit erledigt? Ja, ich würde mal sagen, alle Boss-Mitglieder sind ja gleich wunderbar mit erledigt und jetzt ist natürlich hier die große Kacke am Dampfen. Aber ich denke mal, auch wenn jetzt hier das Ganze ein bisschen anders mit endete, vor allen Dingen, wir können sogar noch ein, jetzt ist noch weitere Missionen bei den Reddings hier noch mit annehmen, würde ich mal zumindest sagen, das war's erstmal fürs heute. Vielen Dank fürs Zusehen, liken, hypen, abonnieren nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss!